Sehr gemütlich, sehr cool. Ich weiß, wer heute den ganzen Weg zurückfährt. Sieht gut aus. Sieht gut auch gut aus. Du auch. Willkommen zu Woodflock 53. Boo, 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 boo. Boo, 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 boo. So, Timo, ja, so, Leon, ja, was ist hier los? Ja, warum klingst du so wie du? Weil hier was mit dem Ton nicht geklappt hat. Oh, ja, irgendwas ist da schiefgegangen. Okay, ja, und deswegen, ja, ja, genau. Und deswegen müssen wir das jetzt hier nachsynchronisieren. Oh, okay, ja, na gut. Crew is on the road. Die Crew cruist. So, jetzt da gleich links da gleich der Straße folgen. Okay. Und dann scharf rechts auf die Bundesstraße, auf die Bundesstraße 1. Ja. Wie scharf? Okay. Ich dachte ja so Pepperoni oder Jalapeno oder. Nee, schon. Wir müssen nach Bremen, ne? Wir müssen jetzt hier genau nach Bremen. Ja. Ja. Cool. Geradeaus alternativ wäre 13 Minuten länger. Ach, das können wir auch machen, wenn wir ein bisschen. Ja, mehr Auto fahren. Okay, dann fahre ich geradeaus, ja? Ja. Ach, ihr seid's. Ah, guck mal, jetzt hab ich's hier. Jetzt kann man richtig sehen, wie das hier aussieht. Wir machen einen kleinen Break und apropos klein, der kleine Timo. Ich musste kurz Wäsche machen, weil Philipp hat seinen Fluch auf mich übertragen, den Fluch des Kleckerns. Was hast du gekleckert? Seit 3 Wochen, ich glaube mit Schokolade habe ich gekleckert. Seit 2 oder 3 Wochen bin ich nur noch am Kleckern. Das ist, ja, wird Zeit, dass Philipp das wieder auf sich nimmt. Ja, aber hat er es abgelegt? Philipp hat es nicht abgelegt. Nein, er hat gerade sein Pulli präsentiert. Also wir machen gerade Pause und an dieser Stelle, hier, ihr seht das Auto. Mal ein dickes Danke an Kollege Peter Smeed oder Petra Smeed. Folgende Situation hat uns ereilt. Unser geliebter Bulli hatte einen gesundheitlichen Notzustand und ist gerade nicht in der Lage zu transportieren. Ja. Und wir hatten ein dickes Problem, denn wir haben kein Auto gehabt, nix. Gehabt. Also wir hätten mit 2 Autos fahren können, aber das wäre dann auch verdammt eng geworden und schwierig. Und generell mit 2 Autos fahren bei knapp 300 Kilometer pro Strecke ist auch scheiße. Nicht so nice. Vor allem hin und zurück an einem. Ja, ja, genau. Aber Peter Smeed, Kollege Peter. Yes. Dankeschön. Ganz, ganz dickes Danke dafür. Hier ist das Wetter schon anders als in Rom. Ja, ist ein Traum. Von Regen einfach zu warm. Wahrscheinlich hinter der Windschutzscheibe. Also wir brutzeln hier. Wir sind jetzt schon gut angegart, angeknuspert. Ja. Bisschen Gewürz drauf. Mein Beifahrer hat 20 Kilometer vorm Ziel herausgefunden, wie die Klimaanlage funktioniert. Ich kann nur weiterempfehlen. Ja, der Beifahrer bin dann wohl ich. Hallo. Wie rechts sollen wir uns halten? Oh mein Gott. Ich verliere den
jeden Fall sparen. Erstmal ein Soundcheck mit Herz. Yeah. Ach, ein bisschen was essen. Weißes T-Shirt. Nudeln mit Tomatensauce und weißes T-Shirt. Ob Leon zur Kleckergang dazu stoßen wird, schreibt's in die Kommentare. Catering. Pizza. Was sagt der Nudelcheck? Ist auf jeden Fall eine Nudel. Ich habe gehört, wir verkaufen Merch wie in der Eisdiele. Direkt aus dem Wagen, ja klar. Wie in der Eisdiele. Ja, also nicht wie in der Eisdiele, wie im Eiswagen. Nur im Merchandise-Wagen. Wir machen mal die Hupe vor. Hup, hup. Hup, hup. Der Merchandise-Wagen kommt. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Ja, nö. Geht gut. Wunderbar, kann ich weiter empfehlen. Du willst deine Kraft unter Beweis stellen. Welche Kraft? Ich habe absolut keine. Ich will trainieren gerade, ja. Ach, das war's. Also kombiniere, das steckt fest. Ja, aber warum? So viel Druck von den Seiten. Der Wagen ist enger geworden. Kannst du das? Ja. Das geht mit einer Hand. Also wenn du das schaffst, ne? Warte, ich führe es mit runter. Du wolltest trainieren. Jawohl. Wir sind jetzt kurz davor einzuladen. Das Festival ist vorbei für heute und haben wir noch schön am Merch geschnackt, verkauft. Ha. Und ja, jetzt werden wir das Auto umsetzen, dann einladen. Dann wird es auf dem Rückweg noch einen feinen Snack geben und dann wird es eine Nachtfahrt. Also wir haben, ich möchte natürlich hier nichts Falsches erzählen, 12:30, bis wir los sind, ist 13:30, I guess. Dann kommen wir irgendwann so gegen 4-5 Uhr zu Hause an, wenn wir Glück haben. Puh. Kleiner Fahrradchange hier. Nein. Stunde. Und Leon checkt gerade nochmal was. Hinten drin. Wir haben leider einen kleinen Druckfehler im Merch. Schade, Marmelade. Hört ihr das? Vögelgezwitscher. Wir sind da. Jetzt wird die Gang hier geweckt. Vom Vogelgezwitscher. Oh, es ist hell, Alter. Ja.
sie hierher gekommen? Das frage ich mich auch. Die letzten Ameisen kommen wohl. Die letzten 10 Minuten auf jeden Fall schlafend. Ja, du hast mal gesehen, wie dein Kopf so nach vorne geflogen. Ich so versucht, wach zu halten, irgendwie noch. Und wir dann das macht der Koffer auch mal zu. Hallo, Kinder. Una. Es ist Sonntag. Und was macht man am liebsten auf einem Sonntag? Natürlich schleppen. So, erstmal hier den Bock wieder voll machen. Was, du hast 100 geschätzt. Ich habe 100, ne? Bis 120, aber ich. Ich habe 120 geschätzt. Alana hat 80 bis 99,99 Euro geschätzt. Das ist zu wenig. Ich fürchte auch, aber ich hoffe trotzdem, dass sie recht hat. Ja, natürlich. Stark! Ja. Alana? Ja! Sie können sich mal ausmachen. Ja! Okay, ich geh mal zahlen, ne? Schön! Hau! Da sind wir wieder im Truckerparadies. Hier habe ich auf jeden Fall noch Müll. Oh. Oh, hier könnte ich auch einfach jetzt sitzen bleiben. Hier weht ein laues Lüftchen um die Nase. Das ist der Ausblick. Schön. So. So. So, wir sind, haben alles erledigt. Ja. Haben den Wagen gerade weggebracht, wie ihr seht. Wie wir euch auch gerade eindrucksvoll erzählt haben. Weg ist er nicht, da ist er. Ja, das ist auch wahrlich korrekt. Wir hatten einen schönen Ausflug, oder? Schön hatten wir. Nach Salzgitter. Auf jeden Fall. Und sind leider nicht so viele. Auf jeden Fall eine Reise wert. Ja. Ja? Ich wäre gern Wasserski gefahren. Ja. Naja. Uns sind leider nicht so viele Wortwitze eingefallen mit Salzgitter. Mit Salzgitter. Wir haben uns auch nicht so viel auch Mühe mit Salz gegeben, nicht. Aber. Nee. Alles klar. So, wir freuen uns auf die nächsten Gigs. Als nächstes steht der 15.06. in Döbeln auf dem Stadtfest an. 21.06. Woodyville Festival, eine Akustikshow. Und am Mittwoch ist noch ein Festival für den 28.06. reingekommen. Das werden wir euch, ja, vielleicht, wenn ihr das seht, wisst ihr es schon. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, wie es sein wird, wann wir es veröffentlichen dürfen. Und am 29.06. spielen wir in Unna. Woo. Da sind übrigens die Tickets auch im Vorverkauf. Also sneakt mal rein, holt euch ein Ticket, damit das eine schöne Sause wird. Schön. Das wird auch wieder eine schöne Nachtfahrt und dann Gig am nächsten Tag. Let's go. Und ansonsten, Timo, give us the shit. Das war's mit Woodblock Nummer 53. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gern was in die Kommentare und schaut euch alle anderen Woodvlogs an. Mittlerweile sind es schon ganz schön viele. Na? Folgt uns auf sämtlichen Social Media Kanälen. Überall zu finden. Hört unsere Musik. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüsseldorf! Ja, ne? Gut. Peace out.